So Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play SpongeBob SquamCop Schlacht und Bikini Bottom. Ich würde sagen, wir holen uns den letzten Funman und dann seht ihr die restlichen drei Socken, die uns fehlen. Und dann seht ihr den letzten Funwender, den man sich im Spiel holen kann, abgesehen von dem, abgesehen der vom Endboss. So, das bedeutet, wir müssen jetzt einmal auf zum Mrs. Puff. La 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 la. Diese Welt war echt schrecklich. SpongeBob, da bist du ja. Dank dir sind alle Kämpfer wieder in Sicherheit. Kein Problem, Mrs. Puff. Das hätte doch jeder Schwamm für Sie getan. Und es hat Spaß gemacht, den Seetangwald zu erforschen. Du bist gar nicht so übel, wenn du nicht hinter einem Steuerrad sitzt, SpongeBob. Vielen Dank nochmal. Ich bin überglücklich, wenn ich helfen kann, Mrs. Puff. Ich habe diesen goldenen Pfannenwender gefunden. Warum nimmst du ihn nicht? Du hast ihn dir redlich verdient. Wow, Mrs. Puff. Ich werde ihn in Ehren halten. Wow, ein Wunder. SpongeBob wird das erste Mal gelobt. Okay, damit würde ich sagen, ihr seht jetzt die letzten Socken. Also dann, ja, die letzten Socken. So Leute, der erste Socken wäre hier. Da müssen wir alle Tikis zerstören. Hat nicht ganz funktioniert. Ich gehe mich mal eben umbringen. Lalalala. Wir haben genug Zeit für den Part. So, dieser Socke ist schwer. Für mich. Wieder mal klar. Weil es ist ein Schleichsocke, bei dem man schleichen muss. Und ich das natürlich nicht kann. Ah! Come on! Tschüss! Das ist ein dummer Socke. Wie perfekt muss man sich denn da hinstellen, ist die Frage. Jetzt bin ich schon wieder zu nah gekommen! Ja, sorry Leute, ich habe gerade die Rutschfahrt hinter mir und da war eine Failaufnahme dabei. An alle, die es interessiert und die überhaupt noch einschalten. Und das regt mich auf. Okay, warum das damals nicht funktioniert hat, I don't know. Auf jeden Fall haben wir die Socke. Und damit verabschiede mich. Und dann auf zur nächsten Socke, würde ich sagen. Leute, ich bin hier direkt am Amazonas. Und alles, es ist hier laut und wow. Leute, es ist so laut hier. Wir müssen auf jeden Fall schnell von hier weg. Nee, Spaß. Auf jeden Fall, hier waren wir noch nicht, genau. Das war die eine Mission mit den Tikis. Da musste man, da wo wir die Reißleine freigeschalten haben, musste man hier rüber für den Socken. Ja, das ist mir gerade ein bisschen scheißegal, du bist auch weg. Und damit haben wir Socken Nummer 9. Und auf geht's zu Socken Nummer 10. Der ist dicht, das kann ich euch schon mal sagen, aber ich weiß nicht, wie man da hinkommt, aus dem Grund. Ja, ich bin gespannt. Der sich hier befindet, bei mir im Frommanns Rutschbahn. Ja, ich darf nochmal rutschen. Party. Und so, ne? Also bis gleich. So Leute, ich bin gerade beim Checkpoint vom Surfen und das ist jetzt echt krass. Also da braucht man echt übelst gute Augen. Denn der Socke befindet sich... Ich hab's glaube ich schon verkackt.
Jo, ich habe schon verkackt. Okay. Also ich glaube, dass ich ja schon verkackt habe. So. Jo, wir haben es gesehen, alle. Hoffentlich. Also gleich nochmal. SpongeBob, jetzt. Es ist gleich vorbei. An alle, die es interessiert. Ich saß 4 Stunden an dieser Welt. Also da kann man schon irgendwann mal keinen Bock mehr haben. So, hier hoch, dann kriegt man hier nochmal 50 glänzende Objekte. Und wenn man dann hier springt, dann erhält man den Socken. Yay. Tschüss. Und damit, finally, we got... Wow, SpongeBob, du hast ja welche gefunden. Nun sind sie wieder da, wo sie hingehören. Hier ist dein goldener Rückenkratzer. Pfannenwender. Ich kann kein Italienisch. 98. We finally got 98, 89, nee, 98. 89, whatever. Alex, du bist dran. Pfannenwender und... Yay! 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 Oh! Ja! Ich bin so froh wie niemals zuvor. Ja! Ja! Wir haben alle Pfannenwender des Spiels, die man bis hierhin erhalten konnte. Natürlich konnte man mit 70 Pfannenwändern zum Endboss. Aber wir gehen mit 89 zum Endboss. 98, also was geht hier ab? Oh, zu lang. Oh. Wir haben noch ein bisschen Zeit, würde ich sagen, aus dem Grund. Ich renne gerade noch ein bisschen rum hier, Bikini-Botten. Ja, Leute, ihr glaubt nicht, wie froh ich gerade bin. Haben wir wenigstens den letzten Roboter gefunden? Ich glaube nicht, ne? Hier. Nein. Einer fehlt uns immer noch. Ich werde raus, schauen, welcher das ist und dann mal gucken, ne? Und ansonsten, oh, wie finally. Finally. Und das nächste Mal, meine Leute, Damen und Herren, meine Abonnenten, betreten wir das Roboterhauptquartier, den Abfalleimer. Oh yeah. Der total gut besucht ist, auf jeden Fall. Man kann doch erst mit 75 da rein, aber es macht keinen großen Unterschied mehr. Wir haben 98. Und damit speichere ich zweimal. Einmal eine Sicherheitsdatei, habe ich erstellt. Und ich hoffe, ihr... Blitzmeldung! Die Behörden haben bestätigt, dass die Roboter, die Bikini Bottom verwüsten, aus dem Abfalleimer kommen. Ja, genau wo du gerade bist. Plankton, Eigentümer des Abfalleimers, bestens bekannt als Erschaffer von Robotern, die nur auf Zerstörung aus sind, weist jegliche Beteiligung scharf zurück. Und danach eure Kinder. Und eure Kindeskinder. Dies war eine Blitzmeldung aus Bikini Bottom. Die wir schon gesehen haben, aber scheiß drauf. Wir haben das Spiel fast durch. Und jetzt hoffe ich, dass es nur noch 5 Parts dauern wird und dann haben wir das Spiel durch. Also dann, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich verabschiede mich hiermit von euch. Ich hoffe, ihr verabschiedet euch von mir und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal, Leute, und tschüss. Ja, endlich.